Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Ja, es regnet ordentlich. Ich kann nicht sprechen, beziehungsweise ihr würdet nichts hören, da die Kamera im Waterproof Case ist. Gartenarbeiten im Mai bei Regen. An erster Stelle steht natürlich das zerstörte und jetzt wieder aufgebaute Hochbeet an. Ja, ich habe gedacht, es waren Wildschweine wegen der Totholzumrandung, beziehungsweise weil die auch ordentlich zerfetzt, zerstört und angehoben worden ist. Die Leute haben kommentiert, es war wohl eher der Dachs. Klingt auch für mich wahrscheinlicher, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, ich habe was vergessen, und zwar die Schere. Die Knoblauchpflänzchen haben sich zwar wieder ganz gut aufgerichtet, allerdings möchte ich, wie auch schon im Video dazu gesagt, dass sie wirklich ihre Power in die Wurzeln stecken, in die Wurzelneuausbildung, ins Anwachsen und nicht in das Erhalten der ohnehin malträtierten alten Blätter. Die kommen deswegen ab und es ist schnell erledigt. Ja, wenn man schon so einen regnerischen Tag hat, wird natürlich auch Wasser gesammelt mit allen Behältnissen, die wir zur Verfügung haben. Und da wollte ich euch kurz zeigen, das Fässchen ist schon ordentlich voll. Immer wenn ich in den Garten gehe, wird ein bisschen Wasser mitgenommen. Ja, dann steht natürlich auch noch an, Jauche machen im Mai. Das hier ist eine Brennnessel-Giersch-Kompost-Holzkohlejauche. Die habe ich auch schon abgesiebt gehabt. Wurde vor 4, 5 Wochen angesetzt. Möchte ich mal ausprobieren, wie die sich macht. Und demnächst kommt natürlich wieder Ackerschachtelhalm, Boretsch und so weiter auch zu den Jauchen dazu. Ja, Wassermarsch. Alle Behältnisse werden aufgefüllt. Und da waren ja auch irgendwo noch Gießkannen. Die werden wir natürlich auch gleich auffüllen. Was erledigt ist, ja, ist eben erledigt. Und da ist mir wohl was ins Auge geflogen. Ja, so dauert das Ganze ein bisschen länger. Beim nächsten Mal, ja, besser eintauchen, wurde mir dann klar. Ja, wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Aber grundsätzlich zum Thema Wetter momentan, zu dem sehr verregneten Mai. Ich bin wirklich froh und glücklich drüber. Allerdings auch nur, da wir von Überschwemmungen und viel zu heftigen Regenfällen verschont geworden blieben sind. Allerdings brauchen wir meiner Meinung nach den Regen noch absolut. Wir leiden immer noch so ein bisschen unter dem sehr, sehr trockenen letzten Jahr. Aber jetzt hier, ich zeig's, bis zur Hälfte gefüllt. Damit kann man sehr zufrieden sein. Zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr im Mai hatten wir schon gar kein Wasser mehr in unserem Tank. Ja, und das ist dann definitiv deutlich zu wenig. Wieder abdecken, dass kein Tierchen reinfällt. Und weiter geht's. Ja, Ernte ist natürlich auch eine Gartenarbeit, die im Mai jetzt mehr und mehr Zeit in Anspruch nimmt. Hier haben wir unsere gelben Radieschen. Ein paar haben ja gedacht, aufgrund der Größe, das wären Mairübchen. Nein, es sind wirklich Radieschen der Sorte Slata. Ich bin wirklich überaus zufrieden mit der Ernte. Fast jedes Saatkorn ist aufgegangen und ja, die Ernte kann sich definitiv sehen lassen. Ab und zu hat man ja bei der Größe der Radieschen oder bei dieser Größe so Probleme mit einer Aufspaltung. Hatten wir nur ab und zu, wie zum Beispiel hier zu sehen. Aber das Radieschen war innen nicht angefault oder so. Man konnte es immer noch essen. Die Stelle war dann einfach verholzt. Im nächsten Schritt wird der Boden natürlich wieder ein bisschen angedrückt. Wird natürlich vollkommen locker, wenn man die Radieschen rauszieht. Und ja, hier ist eine Nacktschnecke, die kommt natürlich weg. Die wollen wir nicht weiter im Hochbeet haben. Und der nächste Schritt ist dann das Abmulchen mit dem Radieschengrün. Im hinteren Bereich kam schon Eisbergsalat rein vom lieben Nils. Nils, falls du es siehst, Dankeschön an dich. Was an der vorderen Reihenstelle kommt, muss ich mir noch überlegen. Weitere Ernte für den Salat: Feldsalatblüten. Auch die sind essbar. Die schmecken ein bisschen bitterer und intensiver, würde ich behaupten. Aber keine Sorge, definitiv verzehrbar. Und auch die kommen mit. Und ja, ich finde es sehr nett. Und wer hat denn schon mal von euch überhaupt Feldsalatblüten gegessen? In Hochbeet Nummer 1 gilt auch die Devise: Bemux ist der beste Mulch. An der Stelle hier haben wir eine Mischkultur von Knoblauch und Rucola. Ich habe einfach die Samen von meinem Rucola, der geblüht hat und fertige Samen ausgebildet hat, ja, darüber ausgeschüttelt. Und es ist, wie man sehen kann, einiges hochgekommen. Wirklich sehr, sehr viel. Man muss sie einfach nur abdrehen und ernten. Und für die Kamera natürlich noch eine kleine Kostprobe hier. Schmeckt sehr, sehr gut. Rucola, ich lieb's. Daumen hoch für Rucola. Natürlich den echten Rucola, nicht die Rauke. Da haben wir noch unser Spinatfältchen. Der Winterriese hat es dann letztendlich doch ganz gut gemacht. Erst nachdem ich abgeerntet habe, einmal die äußeren Blätter, hat er angefangen, wirklich so richtig kräftig zu wachsen und tolle große Blätter zu machen. Jetzt ist er kurz vor der Blüte.
Aber ja, für den abendlichen Salat so ein paar Spinatblättchen klein schneiden, wirklich super toll. Und ich mag auch die Konsistenz vom Spinat, der eben ein bisschen dickere Blätter hat, ganz, ganz, ganz arg. Und jetzt habe ich kurz überlegt, geh mal wirklich durch, ja, schnell durch, niemand hat's gesehen. Der Boden verdichtet bei so einem nassen Wetter natürlich extrem. Ja, und dann haben wir auch noch hier seitlich überall unsere Wildkräuter, wie zum Beispiel Gänseblümchen. Und auch die finde ich echt super lecker. Warum denn nicht? Das hier an der Stelle habe ich gefunden, ist noch wilder Feldsalat. Wenn er jung ist, kann ich nicht so wirklich entscheiden, da er ein bisschen kleiner ist. Also entscheiden vom Zuchtfeldsalat, aber jetzt in der Blüte sehen wir es natürlich deutlich. Bei den Möhren wird weiter peu à peu vereinzelt. Auch Thema des letzten Videos, Wurzelgemüse im Hochbeet, das Möhrengrün, wirklich super lecker. Ja, wenn man es nicht voller Erde macht, so wie ich jetzt hier. Weitere Tätigkeit, da konnte ich auch wirklich nicht warten, bis der Regen vorbei ist. Mein Helgoländer Klippenkohl, Rosenkohl, der blüht, den wieder ein bisschen festmachen und stützen. Also es hätte jetzt auch nicht viel ausgemacht, wäre einer der großen Triebe hier abgebrochen ist. Ja, der wäre einfach weiter gewachsen, der Klippenkohl. Allerdings will ich wirklich, dass die zwei Pflänzchen, die da sind, sich kreuzen, ich da Saatgut gewinnen kann und eben weiter vermehren kann und so ein bisschen hobbymäßig züchten kann. Ich weiß, dass man natürlich mehr Pflanzen haben sollte als nur zwei zur Vermehrung. Allerdings, ja, ich will es einfach mal ausprobieren mit denen. Und so toll, wie die auch in diesem Jahr oder in den letzten Jahren gewachsen sind, bestärkt mich es einfach weiter drin. Ja, hier ein bisschen Zahneinsatz, da grinst da der Max. Und ja, mal schauen, wo der Weg uns damit hinführt. Und im nächsten Jahr habe ich dann, denke ich, auch mehr Pflanzen, wenn das Saatgut keimfähig wird oder sich überhaupt auch dann komplett ausbildet. Ja, dann geht es weiter ans Schnippeln. Diese Kornusgewächse, die mittlerweile überall hochkommen, da gibt es eine Möglichkeit, einfach bodennah immer wieder abschneiden. Dann kriegt man natürlich einen Wurzelstock oder halt die Wurzeln komplett entfernen. Möchte ich hier im Hügelbeet nicht. Hier am Zaun ist es auch sehr, sehr schwierig. Ja, jetzt geht's weiter. Die Mispel, die wurzelnackt verpflanzte Mispel, will natürlich im ersten Jahr blühen. Freut mich wirklich sehr. Und die zweite Mispel, auch wurzelnackt verpflanzt, die bildet sogar auch ein, zwei Blütchen aus. Ist eine andere Sorte, sie hat auch ein bisschen einen schattigeren Standort, dementsprechend ist sie ein bisschen hinterher. Und damit sie mehr Power in ihre Blüten steckt, schneide ich ein bisschen was ab. Damit wollte ich zeigen, ich bin kein Fachmann, aber ja, man kann ja schon erkennen, aus welchem Trieb noch was wird. An dem hier wurde zum Beispiel auch schon mal ein bisschen abgeschnitten. Der wird nichts, der ist mir auch zu weit unten. Und dass sie eben mehr Energie in die wenigen Blüten steckt und in die oberen Triebe, ja, kommen ein paar Sachen ab. Der Buchs treibt tatsächlich wieder aus zu dem Thema. Ich werde da nicht allzu viel abschneiden, aber ein leichter Formschnitt von Gehölzen und Erhaltungsschnitt ist auch immer noch erlaubt, jetzt in diesem Zeitraum. Und solange kein Vogelnest drin ist, alles gut. Freut mich wirklich sehr. Ich habe auch schon mal gleich ein bisschen auf Buchsbaumzünsler kontrolliert. Ob der sich schon blicken lässt, habe ich nichts gefunden. Ja, und der Buchs treibt trotz Totalschaden wieder aus. Werden wir definitiv weiter auf dem Kanal beobachten und auch nochmal ein extra Video über den Buchs dann machen. Ja, Flieder kann man schneiden, die alten Blütenstände raus. Ich mach's nicht, der hier wurde noch nie geschnitten. Der darf weitermachen wie bisher. Und schaut ihn euch mal auch an. Das sind wirklich uralte Flieder. Selbst Opa konnte mir nicht sagen, wie alt sie jetzt denn wirklich sind, die Flieder hier. Auch der hier drüben, vorne schon abgeschnitten. Und was ja dann teilweise wächst und blüht, sind alte Seitentriebe. Rasensäen natürlich bei dem Wetter auch noch eine Gartenarbeit, die man absolut verrichten kann oder auch Rollrasen verlegen. Hier war so eine kleine Stelle, wo ein Erdaushub war, ein bisschen verdichtet. Jetzt ist wieder Rasen dort eingesät worden. Ja, und hier haben wir noch einen Flieder. Ich wollte einfach mal zeigen, da der immer ein bisschen kurz kommt im Gartenrundgang, wie mächtig die wirklich sind. Vor allem auch die Seitentriebe. Und ja, eine weitere Tätigkeit, wenn die Kamera nicht gerade umfällt, ist Pflanzen vereinzeln. Das mache ich sehr gerne bei regnerischem, feuchtem Wetter, weil dann auch das stetige Angießen einfach wegfällt. Ja, und hier suche ich meine Pflänzchen. Da sind sie, aber leider komplett abgefressen, die glatte italienische Petersilie von den Kaninchen, die auch dort gebuddelt haben. Ja, weg damit. Da ist der Max ein bisschen demotiviert und vergisst, dass er die Kelle noch für die weitere Arbeit braucht. Aber nun gut, es gibt auch andere Pflänzchen, wie zum Beispiel hier rote Beete, die wir vereinzeln können. Die ist auch hier überall wild aufgegangen, da ich die rote Beete habe blühen lassen. Kommt jetzt sozusagen zum perfekten Zeitpunkt oder dann, wenn es dem Beetesämchen am besten passt, hoch. Werden natürlich vorsichtig mit den ganzen Wurzeln entfernt. Und das habe ich auch in den letzten Jahren schon öfters gemacht. Rote Beete
rausnehmen, vereinzeln und wieder neu einpflanzen. Man will es nicht glauben, aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut, wenn man es zeitig macht. Wenn die Jungpflänzchen zu groß sind und schon das vierte, fünfte Blattpaar haben, haben sie es wesentlich schwerer. Aber jetzt kommen sie in das aufgeschüttete Frühbeet, beziehungsweise jetzt Holzhackschnitzelbeet. Bisschen festdrücken, kleines Löchchen machen und es sollte passen. Ja, was habe ich da eingesät? Habe ich ja ein bisschen angeteasert, was da eigentlich durchkommen sollte durch den Mulch. Das waren Bohnen und dicke Bohnen. Leider haben sich keine blicken lassen, bis auf ein, zwei kleine Bohnenpflänzchen. Die wurden dann natürlich sofort von den Schnecken abgefressen. Die fühlen sich natürlich auch in diesem Mulchpudel wohl. In der Mitte habe ich jetzt mal mit Sellerie probiert, aber auch der wurde schon ein bisschen angefressen. Ja, und ein paar Beeten habe ich die Tage vorher auch schon mal verpflanzt. Auch die wurden ein bisschen angeknabbert. Ja, da kommt man leider nicht drum herum. Das war's dann auch schon mit dem kleinen Regenvideo. Es regnet weiter. Ich kam leider nicht zum Sprechen. Muss vor der Kamera Faxen machen und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.